Hey ho, Neune, wir fahren jetzt zur Grillen-Barbecue nach Sindelfingen. Wir heißt meine Wenigkeit und ja, wo kommt er denn? Da hinten kommt er, ja, der Stefan. Den kennt ihr ja aus meinen anderen Videos von meinem Zweitkanal. Muss ich ja, glaube ich, nichts dazu sagen. Gut. Cam bleibt jetzt wahrscheinlich während der Fahrt aus und wir sehen uns dann in Sindelfingen. Bis später. So Leute, wir sind jetzt einmal angekommen am Parkplatz da hinten eingeparkt und ja, erst einmal irgendwie Park and Ride, dass wir da reinkommen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Hast du einen Plan? Nö. Nö, der hat sowieso keinen. So Freunde, kaum sind wir da, ist schon der nächste angekommen. Manuel vom Dyson Blog. Jawohl. Wir warten jetzt nicht auf den Philipp, wir gehen jetzt einfach rein. Genau. Es kann da raus, er schneit wie Sau. So Leute, eine kurze Runde habe ich schon gedreht. Mittlerweile, Dyson Blog habt ihr ja schon gesehen. Der nächste, was eingetroffen ist oder war. Servus. Ja. Strafung TV. Na, endlich sagt das. Ja, und gerade eben. Der Philipp. Haben wir den noch gefangen? Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Ja, mach doch. Okay, Leute. Ich werde nachher dann noch mal extra rumfilmen, aber mich jetzt erst einmal etwas unterhalten. Ich habe keinen Plan. Mega. Ihr macht das toll. Super, 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 super. Okay. Was denn? Fett lasse ich eigentlich immer drauf. Weil Fett ist Geschmack. So Freunde, da dreht man eine Runde nach draußen, kurz rauchen und wen trifft man? Grill and Chill, Barbecue und Lifestyle. Richtig. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich echt einmal da drin ein bisschen filme. Und Hunger haben wir auch, oder? Ja genau, mein Burger muss ich jetzt abholen. Man sieht sie. Genau. So Freunde, ich habe jetzt 9 Euro für dieses Teil gezahlt. Und naja, jetzt schauen wir mal, ob es das überhaupt wert ist. So ein kleines Spiegelei drin. Ja. Probieren, dann wissen wir mehr. Das willst du jetzt aber nicht auch noch filmen? Klar, Mann. Oh mein Gott. Sollen wir da wieder reinbeißen? Und? Resultat? Oh, die Soße hat Feuer. Der Teig ist gut und das Fleisch ist davon gerutscht. Also es riecht auf jeden Fall gut. Kann man auf alle Fälle essen, ob es wirklich 9 Euro wert ist. Keine Ahnung, da zahlt man halt etwas mehr. Okay, jetzt esse ich aber und nachher filme ich hier dann noch mal einmal rum. So Freunde, jetzt wird es mal Zeit, noch ein Fazit zu diesem Burger zu sprechen. Im Großen und Ganzen konnte man ihn essen. Die Teigdinger haben mich sehr stark an Apfelküchle erinnert. Also wenn man die daheim nachmachen würde, Apfelküchle ohne Äpfel drin und weniger süß, würde es ganz genau hinhauen. Die Soße, ja, etwas Feuer, aber doch recht gut. Ansonsten, der Belag war sonst auch in Ordnung, aber ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das einmal sage, aber dieses Fleisch war totgebraten, so richtig tot. Also da ging gar nichts mehr. Aber naja, mein Gott, ich habe ihn probiert, ich bin momentan satt, was will ich mehr? Außer jetzt nochmal für euch die komplette Runde hier filmen, ja, was hier so alles rumsteht. Solange du Brett hast, einfach nachher, es wird ein bisschen Haut. Seeseite. Ach ja, übrigens, da haben wir den nächsten. Hallo, grüß euch, ich bin's der Andi von AJ Barbecue, euer Allgäuer-Griller. Ihr habt mich auch hier getroffen und ich find's total witzig. Ja, wir unterhalten uns jetzt noch ein bisschen und dann geht's weiter mit der Runde. Konsequenterweise haben wir natürlich hier Schutzraum. So
So Leute, ich stehe hier gerade am Stand von Caso und zu dem Sous-Vide-Stick, was ich habe, wo ja gewisse Leute rumgeheult haben, wegen der Halterung, die haben was Neues. Und zwar ist der Halter jetzt komplett geschlossen. Also kein Problem mehr, dass es rausfallen könnte. Ja. Wie die damals bemängelt haben. Mir wurde gesagt, Service-Hotline anrufen, kriege ich so einen Halter zugeschickt. Wer ihn auch hat, könnt ihr nachmachen. Das ist von Lars. Guck mal, bei mir auf dem YouTube-Kanal. Das wurde eine Telefonnummer. Nee, wollte nur auf die Webseite. Auf der Webseite ist es Guten Tag. Ich gebe gerade Telefonnummern an. Genau. Videobaum. Ja, wer hat sich da hinten noch reingeschlichen? Servus! So Leute, ich stehe hier gerade bei Flame Station und ja, ich muss sagen, die Teile sehen auch nicht ganz schlecht aus, haben eine gute Lösung teilweise gefunden für diversen Probleme. Zeige ich euch mal schnell und ja, ich bin auch gefragt worden, ob ich einen ausprobieren möchte, habe ich aber abgelehnt, weil ich einen Oberhitzegrill, den Stackburner daheim habe und mit dem soweit zufrieden bin, aber die sehen auch nicht schlecht aus. Ich drehe mal die Cam. Hier drüben doppelter mit Zwischenwand. Die kann man rausnehmen, hast du gesagt? Ja. Okay. Sieht dann so aus wie der Dönix. Ja, etwas weiter drüben steht dann einer, wo die Wand heraus ist. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen? Eigentlich nicht. Ich denke, der Grill spricht irgendwo für sich. Okay. Ja, sieht auf alle Fälle mal nicht schlecht aus und danke dir, dass du mich gefragt hast. Vielen Dank. Aber wir haben ja drüber gesprochen. So ist es. Alles klar, läuft. Dann ist es natürlich. Moin, moin. Moin, moin. Ich grüße dich. Hi. Warte, vielen Dank. Ja, mein besonderer Freund von der Dolly Sauce. Genau. Hallo, Michael. Wie geht's? Gut, 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 gut. Selber? Super. Ja, in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, wunderbar. Sehr gute Messe. Sehr beschäftigt. Ja. Sind die Damen hier nur Marketing oder macht sie die Sachen selber? Wir machen alles selber. Wow. Direkteur hast du hier am Tisch. Also sieht mal echt nicht schlecht aus. Danke. Bei mir an meinem Schwarzgrill ist die Hälfte so. Ich helfe dir.
Ich hab dich gefilmt, wie du mich gefilmt hast. Genau, ja, haben wir uns trotzdem noch getroffen. Ne? Ja, gehen wir mal weiter. Ja, schauen wir mal. Hallo. Oh je, jetzt geht die Kamera kaputt. Schon wieder? Die zweite Kamera, ne? Die zweite, ja. Ja, hier haben wir auch was Schönes mitgenommen. Das werden wir noch ausprobieren. So Leute, ich hoffe, dieser kleine Überblick-Ausblick hat euch gefallen soweit. Ich werde mich jetzt wieder auf den Nachhauseweg begeben. Draußen liegt mittlerweile meterweise der Schnee, auf die Länge zumindest. Und ja, vielleicht melde ich mich noch mal kurz, wenn wir daheim angekommen sind. Leute, wir sehen uns. So ein Käse. Tja, bei so einem Wetter sind wir wieder nach Hause gefahren. Und Leute, es gibt noch ein paar Mitbringsel. Nicht viel, nur ein klein wenig. Und die zeige ich euch gleich drinnen. So Freunde, vom Six Barbecue habe ich hier mal die Räucherchips, die Mesquite mitbekommen. Die werden wir ausprobieren. Ich mag ja die Mesquite sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch ebenfalls von Six Barbecue diese Barbeco Kokosgrillkohlen bekommen. Probieren wir auch aus. Ja, dann haben wir unsere Tassensammlung erweitert. Zum einen. Dann kommt hier, glaube ich, nochmal eine Tasse raus. Das ist nur zu... Mann, wie das wieder verpackt ist. So was von umständlich. Ah, eine Philips Barbecue Tasse habe ich auch noch. Ja, und dann wurde mir noch eine Tasse überreicht. Wie kriege ich die jetzt auf? Und zwar... von gar.tv. Und von gar.tv habe ich hier noch was bekommen. Und das muss ich jetzt erstmal meinen Schatz geben. Ja, und die wird uns dann sagen, vielleicht, was es ist. Dankeschön. Ja, Alex, dieses Danke hat dir gegolten. Selber gemachter Sliwowitz. Gut. Dann wäre ich jetzt soweit fertig mit diesem Video und überlegen wir uns mal, was wir jetzt dann die nächsten Tage mal wieder auf den Grill werfen werden. Auf alle Fälle werde ich irgendwann demnächst irgendwas Geiles mit Burger machen, nach der Enttäuschung heute. Okay Leute, wir sehen uns. Ich glaube, ich muss jetzt noch bei meinem Steakshopper Hackfleisch bestellen. Mmh.